Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Sengoku Dynasty hier auf Genex Reloaded. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir bauen unsere Brauerei, ein Riesengebäude. Also meiner Ansicht nach das größte. Also nicht das höchste ist bis jetzt Jagdhütte. Also allein schon wegen dem Turm. Aber ihr seht, dass die Brauerei, und die ist ja schon groß. So, und uns fehlt halt hauptsächlich Holz und Brett. Und Seile. Die stellen wir gleich her. Da kann ich doch den eigentlich wegwerfen. Ach, mir fehlt ja, ich habe ja Dings bekommen. Den Tagesertrag meiner Mitarbeiter. Eis, Joyce, so Bretter und Moss fehlen. Und Rinde. Genau. So, und deswegen gehen wir los. Wie viel Platz haben wir? Ein bisschen. Laufen wir los. Ja, ist ja eh Abend. Kann ich gleich noch machen. Ja, es fehlt Werkzeug. Aber die haben jetzt eh Feierabend. Ich vergesse immer die scheiß Stamm. Holz. Stamm mitzunehmen, den ich hier bekommen habe. Oh, verdorbenes. Yay. Huch. Oder müssen wir diese Rinder wieder haben? So, Bretter. Und jetzt mal 10, würde ich sagen. Das bekomme ich ja erst im Winter, logischerweise. Ne? Jetzt muss ich nicht in die Jahreszeit fahren. So. Ja, jetzt eins braucht. Kein Platz zum Pennen? Das ist aber...
So, was fehlt für ein Werkzeug? So. Das Inventar leer. Push mal aus. Gut. Jo. Hoffentlich ein bisschen Platz. Alles klar. Dann würde ich sagen, kommen wir auf ins Bettchen. No? Ich werde dann morgen aufwachen, aber das ist doch auch schön, das schon einen Tag vorher zu lesen. So. Wir brauchen Reis, tatsächlich. Tipp, 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 tipp. Dann gucken wir mal. Was brauchen wir denn für Bauwerke? Deine Bauwerke? Ja, was habe ich jetzt hier neu? Ach, die Werkefässer. Wasser für was will wir denn? Einmal Ton? Ich habe keinen Ton. Warum habe ich keinen Ton? Stein. Ja, auf die Uhr. Bohrerei in Richtung Fässer und so. Ja, gut. Dann holen wir uns halt Ton. Dann holen wir uns halt Ton. Moin. Ich will dir gar nichts tun. Bin nur zufällig in der Gegend. Alles gut. Sehr gut. Wir müssen mal was essen, ne?
Ja, so viel mitnehmen, wie man kriegen kann. Gut. Zurück. Ja, aber wenn dann nächste. Ja, das war jetzt alles super doof, was ich schon wieder gemacht habe, ey. Ja, aber nächstes Jahr Winter. Also nächste Jahreszeit. Das ist doch bescheuert, was ich hier gemacht habe. Krieg ja nicht. Ja, probieren wir einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann haben wir halt. Wir wissen zumindest, dass das Wasserfeld funktioniert. Ja, Leute, irgendwo muss ich es doch noch positiv sehen, den Wahnsinn, den ich hier übertreibe. Ich das echt nicht erzählen. Sieht im Spätherbst mal eben noch Reise aus, weil das wird's bringen. Krasser Typ. Naja. Ist auch eine Möglichkeit, in die Geschichte einzugehen. Schlechtester Landwirt oder so. Wenn man das aber hier noch alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Nicht der Winter kommt. Spinnenlinien. Ich reiß hier alles raus. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Okay. Aber ich komme schon mal wieder rein, das ist auch von hier überall ran. So würde ich sagen, an. Sprechen ist manchmal not simple.
Sehr gut. Really gut. Das reicht immer noch nicht. Nein, habe ich. Gut. Ja, diese 13. Ne? Sind ja so viel, aber noch nicht. So, das haben wir schon getan. Genau, ist immer noch morgen. Jetzt sind wir rumgepompelt. Jetzt aber. Da meine ich nicht sagen. Ne? Die scheinen jetzt ja nicht so weit in Ordnung zu sein. Ja. Ja, einen schönen Hut hier. Ja, dann gehe ich hier noch ein bisschen auf Tour. Eine Jagdhütte möchte ich hier eigentlich auch haben. Oh Mann. Das war hier ein bisschen auf Wanderschaft. Hallo. Schönes. Irgendwo muss es dann noch es geben. Ja. Wir müssen halt irgendwie die Dings voll bekommen. Die nächste Dynastie-Level endlich. Ja, den Reis anzupflanzen war halt völlig Blödsinn. Kann man nicht anders sagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann brauchen wir auch für einen möglichen Scheiß. Damit wir hier alles irgendwo kriegen können. Aufpassen, wenn wir nicht so reinrennen. Irgendjemanden, irgendwas.
Da wäre nützlich, wenn du nochmal wieder Eisen und Nachschub holen. Aber eigentlich müsste ich dafür auch mein Equipment wieder aufrüsten. Und neue Hacke, neue Spitzhacke, neue Eisenaxt. Oder für grüne Züge Eisen. Natürlich auch klar. Gut, das ist alles Stein. Ne? Du Arsch. Ach, ich habe ja meine Einwachsen. Ich bin ein bisschen doof heute, wieder mal. Verzeiht mir. Aber das ist alles Stein, ich will keinen Stein, ich will Eisen. Was ist, wenn ich überarbeite und hier gleich umfall? Eisen kann ich also 2 auf 1. Erst. Ein Steak. So. Ach, ich hab hier auch einen Brunnen. Und hat er, glaube ich, schon 3 Werte verpasst. So, wir kriegen zum Beispiel 5. Ja, voll mit. Noch 2. Hier gibt's aber nichts. Gut, 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 gut. Ey, lass mich bitte raus. Lass mich bitte raus. Ich bin auch immer lieb. Also ich will hier keinen Jump'n'Run machen. So. Jetzt bin ich gleich aufgestanden und schon wieder zurück in meinem Dorf. Naja. Kram mit. Zack. Ich präsentiere mit. Ich weiß, es ist alles nicht so aufregend, Leute.
zum Zugucken, kann ich alles nachvollziehen. Aber es ist halt für das große Ganze wirklich voranzukommen. Chrysanthemen sind halt sehr wichtig für Ärzte. Nervig einzusammeln, ohne Frage. Aber so. Ja, wir füllen uns alle gnadenlos ein. Weil ja, wenn der Tag vorbei ist, die neue Jahreszeit beginnt, dann ist Winter. Da ist das dann mit Kräutern, also so ein Geschwupsel, nichts mehr. Ist hart, aber ist so. Sehr schön. Darf ich raus, bitte? Bitte. Oh, hier kein Kopf. Und der Fischchen. Aber das mache ich natürlich auch mit der Schmiede, logischerweise. Jetzt sollte ja erstmal gleich machen. Die aber auch Pflanzen basteln. Auf jeden Fall mehr Licht. Ja, aber irgendwas
Irgendwas fehlt, irgendwas gefällt mir nicht. Hört. Ist nicht was. Aber irgendwas triggert man. Aber wie ich gerade schon angedeutet habe, bin heute auch nicht ganz chill. Wahrscheinlich nicht gut geschlafen. Nein. Gut. Aber wir haben ja auch die jetzt schon 31 Minuten. Zeit vergeht hier immer. Auch wenn man eigentlich nicht viel macht. Aber für mich irgendwie das persönliche Zeitempfinden vergeht hier sehr schnell. Gut. Ja, alles klar. Dann hoffe ich, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn natürlich nicht wirklich viel passiert ist. Falls ja, lasst doch bitte ein Däumchen nach oben da, ein Abo wäre nice, teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.